Kapitel 25. Anmerkung des Autoren. Dieses Kapitel widme ich Sandroli 1984. Sie hat meine Geschichten von Anfang an begleitet, mir Mut gemacht. Und in dieser Geschichte war sie der 50. Review. Deshalb die Widmung. Das kann doch nicht sein. Du lebst, obwohl Hermine und Ron dich haben sterben sehen? Und dann küsst du Malfoy, einen Todesser. Du bist... Was, Molly? Was bin ich? Ein Freak? Eine Missgeburt? Unwürdig? Ich glaube nicht. Ihr habt mich verraten. Ich habe vor dem Kampf deinem Mann gesagt, dass ihr an mich denken sollt, wenn ich tot bin. Und was habt ihr getan? Wolltet sofort mein Andenken auslöschen. Und nicht ihr habt mich gerettet. Nein, das war Draco. Er hat mich zu Lucifer gebracht. Dieser hat mich adoptiert. Und ich bin stolz auf meine Eltern. Sie unterstützen mich. Sie haben meinen Mann angenommen. Sie haben keine Vorurteile zwischen Weiß und Schwarz. Jeder Mensch kann sich ändern, so wie ihr. Ihr wart einmal gut, meine einzigen Freunde. Doch ihr habt euch entschieden, auf die andere Seite zu wechseln, weil ihr Macht wolltet, Geld und Anerkennung. Geld hätte ich euch geben können, freiwillig sogar. Aber so habt ihr euch eben verspielt. Dass Percy nur eine Marionette von Ron und Hermine ist, war schnell klar. Aber auch er hat sich schuldig gemacht. Er hat Erlasse unterschrieben und Menschen nach Azkaban gebracht, die es nicht verdient haben. Er hat unterstützt, dass Freunde, die im Kampf gegen Voldemort standen, gepeinigt wurden. Einen meiner Freunde hat er zum Krüppel gemacht, in seinem Ministerium. Glaubst du wirklich, ich werde das so einfach abtun? Glaubt ihr zwei wirklich, dass ihr mich nur nett anschauen müsst und ich würde weich werden? Ihr werdet nun einmal spüren, wie es mir ging. Ostendam eis nanum meam praeteriam. Zeige ihnen meine Vergangenheit. Und Molly und Percy gingen auf die Knie. Die geballten Erinnerungen an Harrys Misshandlungen, die Kämpfe, die Angst, die Schmerzen brachen über die beiden herein. Es gab kein Entkommen, denn Draco ließ sie nicht ohnmächtig werden. Sie würden all das durchleben, was Harry erlebt hatte. Komprimiert, aber alles. Draco war zu Harry getreten und hielt ihn. »Schatz, du kannst auch gehen. Ich weiß, es tut dir weh. Ich weiß, es tut dir weh, andere leiden zu sehen.« »Drache, nein, ich...« »Ja, es tut weh, fürchterlich weh sogar. Molly war so etwas wie eine Mutter für mich. Aber ich werde nicht weglaufen. Ich werde hier stehen und anschauen, wie sie zerbrechen werden.« Ich habe Jahre gebraucht, um dieses Martyrium zu überleben. Und ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Doch sie haben keinen. Sie werden, wenn Lucifer sie übernimmt, erledigt sein. Und ich bin mir sicher, dass Lucifer und Fawkes sie nicht wirklich schonen werden. Die Schreie der beiden wurden mit der Zeit leiser. Sie waren einfach heiser. Doch die Augen starrten furchtvoll ins Leere. Das Grauen, das sie durchlebten, als Harry gegen den Basilisken kämpfte, als Cedric starb, die Schmerzen beim Avada, all das erlebten sie. Molly bat schließlich um Vergebung, doch Harry lachte nur auf und rief Lucifer, der die beiden mitnahm, und ihnen zusicherte, dass er ein ganz spezielles Programm für die beiden hätte. Harry erschauderte bei dem Blick, den sein Vater ihm zuwarf. Als Harry und Draco alleine waren, sagte Harry in sich zusammen. »Schatz, alles gut? Hast du Schmerzen?« »Nein, Draco, aber es war ein wenig heftig. Halt mich heute Abend einfach. Einfach nur halten. Ich brauche deine Wärme, um zu spüren, dass du da bist.« Draco zog Harry zu sich, und dieser klammerte sich an ihn. So wie damals, als er Albträume gehabt hatte. Zwei Tage später gab es wieder ein Flugblatt. Zaubereiminister tot aufgefunden. Percy Weasley ist tot aufgefunden worden. Er hatte einen Abschiedsbrief bei sich, in welchem er den Mord an seiner Mutter gestand und die Rolle, die er selbst gespielt hat, bestätigt. Er gab in diesem Brief zu, dass er Menschen bewusst nach Azkaban geschickt hatte, dass er seine Macht missbraucht hatte. Der Aufschrei in der Bevölkerung war riesig. Menschen gingen auf die Straße und forderten das Ende der Schreckensherrschaft.
Sie wollten in Frieden leben. Doch die Horden hinter den beiden Verrätern schlugen die Menschen mit aller Brutalität nieder. Es gab Tote und Verletzte. Unschuldige, auch Kinder, wurden gefoltert. Nur weil es der anderen Seite Spaß machte. Harry kam damit nicht wirklich gut zurecht. Wenn im Kampf jemand starb, war das in Ordnung. Aber Unschuldige? Wir müssen etwas tun. Ich möchte nicht noch mehr Kinder sterben lassen. Wir müssen final klären, wie wir die beiden stoppen können. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Wir werden morgen früh darüber reden. Doch nun komm mit, ich habe eine Überraschung für dich. Was denn, Drache? Komm schon, Kleiner. Ich bin nicht klein. Doch? Nein. Doch, sehr klein sogar. Und wenn du nicht mitkommst, dann bekommst du eben keinen Kuss mehr. Wie, was? Keinen Kuss? Spinnst du? Ich bin süchtig nach dir, das weißt du. Eben. Und ich möchte dir nur die Konsequenz deines Handelns klar machen. Ja, ist ja schon gut, du Sklaventreiber. Ich komm hier ja schon mit. Draco nahm Harrys Hand und schimmerte an einen unbekannten Ort. Harry erblickte eine Landschaft, die unbekannt, aber wunderschön war. Bäume standen um mehrere Wasserbecken herum. Überall blühten Blumen und eine sanfte Brise wehte ihm entgegen. Es roch nach Frühling. »Wo sind wir?« »In so etwas Ähnlichem wie dem Raum der Wünsche. Nur ist das hier eben kein Raum, sondern einfach ein Stück Magie, welches geformt wird. Ich dachte, wir brauchen ein paar Stunden Erholung, die Sorgen einmal vergessen und nur Zeit für uns.« Und keine Sorge, die anderen wissen, wo wir sind und werden uns nur stören, wenn die Welt untergehen würde. Ich möchte heute nur Zeit mit dir. Harry schluckte. Draco hatte das für ihn gemacht. Nur für ihn. Er liebte den Frühling, Natur. Er konnte immer noch nicht fassen, dass Draco so viel für ihn empfand. Das war für ihn manchmal immer noch unwirklich. Aber das hier war einfach perfekt. »Harry, Schatz, wir haben nie viel Zeit gehabt. Zu Schulzeiten waren wir Feinde. Im Kampf standen wir angeblich auf verschiedenen Seiten. Hier sind wir auch nur mit Planen und Kämpfen beschäftigt. Ich möchte hier einmal nur für dich da sein. Also wird das hier unser erstes richtiges Date. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht aufgeregt bin wie bei unserem ersten Mal.« »Ein Malfoy nervös. Na, wie soll es mir dann erst gehen?« »Ich habe nie ein Date gehabt. Kein Mensch hat je um mich geworben. Aber ich habe trotz allem den besten Mann an meiner Seite.« »Das soll alles egal sein. Hier und heute werden nur wir beide Zeit haben. Komm, zuerst möchte ich mit dir baden. Es sind heiße Quellen. Ich möchte, dass du einmal entspannst. Komm, mein Schatz, komm ins Wasser.« Damit reichte er Harry die Hand und zog ihn zu den Becken. Harry stand da und schaute liebevoll zu Draco hoch. Dieser legte seine Hand auf seine Wange und küsste Harry sanft. »Harry, ich liebe dich mehr als alles andere.« Harry musste schlucken, als er spürte, wie Dracos Lippen sein Gesicht abfuhren, den Hals erreichten und an seiner Halsschlagader knabberten. Er spürte die Hände, die ihm die Robe ablegten. Er fühlte die Hände und hatte das Gefühl, er würde zerfließen. Sie waren überall, berührten ihn sanft. Er wurde immer wieder geküsst. Er spürte kaum, wie er sein Hemd verlor. Erst als er Dracos Hand an seiner Brustwarze spürte, die sanft mit ihr spielte, stöhnte er auf. »Oh, Draco, was machst du?« »Ich ziehe dich aus. Langsam, aber ich ziehe dich aus.« Doch Harry zog Draco zu sich heran. »Mein Draco, ich vergehe, ich könnte platzen vor Glück.« Und Draco sah, wie Harry die Tränen über das Gesicht liefen. »Harry, Schatz, was ist?« »Ich«, Harry schluchzte, »ich bin so glücklich gerade. Ich habe zum einen das Gefühl, dass ich dich nicht verdiene. Auf der anderen Seite bereue ich die Zeit ohne dich. Und dann sehe ich dich vor mir, spüre deine Hände, spüre, wie ich mich nach dir verzehre. Ich möchte so viel mehr.«
Harry sank auf die Knie und schluchzte. Draco wusste nicht, ob er etwas falsch gemacht hatte. Er war unsicher. »Harry! Schatz, was?« Er kniete neben Harry. »Du hast mich gerettet, vor meinen Feinden, aber vor allem vor mir. Ich war leer, traurig und wollte nicht mehr so leben. Doch du hast mich erfüllt, mit deiner Nähe, deiner Anwesenheit, mit der Gewissheit, dass du mich liebst. Das ist fast zu viel, mehr als ich ertragen kann. Ich bin nicht wirklich gut in solchen Dingen, nicht so gebildet in Konversation, aber eins weiß ich. Wenn dir jetzt hier etwas geschehen würde, könnte ich nicht weiterleben. Ich kann nicht mehr ohne dich sein. Ich brauche dich wie die Luft zum Atmen und an so einem schönen Ort spüre ich das noch viel deutlicher. Lass mich bitte nie mehr alleine. Harry, Schatz, das habe ich nicht vor. Mit Sicherheit will ich dich nie mehr verlieren. Wir sind seelenverwandt, Partner. Du bist meine zweite Hälfte. Und ich möchte nicht, dass du weinst. Ich möchte, dass du lachst, glücklich bist und am liebsten habe ich es, wenn du meinen Namen stöhnst. Das war der Punkt, an dem Harry nicht mehr konnte. Er zog Draco zu sich und küsste ihn. Er krallte sich in seinem Partner fest, wie ein Ertrinkender an einen rettenden Baumstumpf. Er wollte einfach nur spüren. »Draco, ich brauche dich jetzt und nicht zärtlich, dafür haben wir noch Zeit. Ich brauche dich jetzt fest und hart. Zeig mir, dass ich lebe, dass ich... Lass mich spüren, dass ich ein Mensch bin. Dein bin, nur dein.« Und Draco tat ihm den Gefallen. Wenn Harry es wollte, würde er ihm zeigen, dass er nicht nur zärtlich sein konnte, sondern genauso dominant und rau. Draco nahm seinen Mann in einer Weise, dass diesem die Sinne schwanden. Ohne langes Vorgeplänkel, einfach nur Sex und Körperlichkeit. Nachdem sie beide wieder Luft holen konnten und nicht das Gefühl hatten, ohnmächtig zu werden, grinste Draco und seine Finger verschränkten sich um Harrys. »Meinst du, wir könnten jetzt ins Wasser, ohne zu ertrinken? Ich brauche etwas Entspannung und das warme Wasser wird mit Sicherheit dafür sorgen.« Sie zogen sich aus und glitten in das Becken, bewegten sich, schwammen ein wenig und nahmen sich immer wieder in den Arm. Draco stand mit dem Rücken an einem Felsen und Harry küsste ihn. Seine Hände glitten an der Seite entlang und er spürte, wie Dracos Schwanz wieder hart wurde und sich gegen ihn drückte. »Na, will der kleine Drache eine zweite Runde?« Dabei drückte sich Harry gegen seinen Mann und dieser konnte spüren, dass der Löwe auch erwacht war. »Wenn du dazu in der Lage bist, könnten wir uns das tatsächlich noch einmal überlegen.« Harry küsste Draco verlangend und hob seinen Mann hoch. Das Wasser tat ein Übriges. Als Harry Dracos Becken an die Oberfläche hob, schaute er Draco an und lächelte diabolisch. Harry schrie seine Lust heraus und brach dann schließlich über Draco zusammen. Dieser nahm ihn in seine Arme, sonst wäre Harry einfach untergegangen. Sie hielten sich und taumelten, rangen nach Luft. »Das dürfen wir nicht öfters machen, sonst kommen wir nicht lebend aus dieser Nummer raus.« »Weißt du«, keuchte Harry, »ich kann mir schlechtere Situationen vorstellen, um aus dem Leben zu gehen. Spürst du deine Beine auch nicht mehr? Ich habe das Gefühl, alles ist aus Gummi.« »Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich morgen etwas wund bin.« »Glaub mir, Drache, ich auch. Du hast mich eben nicht geschont.« »Komm, wir müssen irgendwie raus aus dem Becken, sonst versinke ich.« Die beiden zogen sich aus dem Wasser und keuchten, rollten sich auf die Wiese und lachten, weil sie so fertig waren. Aber es war jede Sekunde wert gewesen. Irgendwann waren sie wirklich wieder so klar im Kopf und in ihrem Handeln, dass sie sich die Roben anzauberten und sich auf die Picknickdecke legten. Arm in Arm lagen sie da. »Es ist wunderschön hier.« »Was, Harry? Die Landschaft? Der Himmel?« »Einfach alles, Draco. Der Tag, die Stunde, der Moment. Himmel und Erde, du, der Sex. Es ist perfekt.
auch wenn es kein wirklich romantisches Date war. Aber das hier war um Klassen besser. Dann lagen sie einfach stumm da und hielten sich, dämmerten in einen leichten Schlaf und wurden wieder wach, als die Sonne langsam unterging. Sie sahen die Sonne langsam am Horizont verschwinden. »Komm, Harry, lass uns zurückgehen. Wir werden mit Sicherheit schon erwartet.« So ging das erste richtige Date von Draco und Harry zu Ende. Wenn auch anders als geplant. Aber unverhofft kommt oft. Ende Kapitel 25.